Es gibt Debüts, die einen wirklich überraschen. Dieses fünfbändige Buch hat mich wirklich überrascht. Anlässlich der fünf Bände habe ich mir fünf Bemerkungen überlegt. Erstens, sollten Sie Angst bekommen vor so viel Text, kann ich Sie beruhigen. Philipp Weiss strebt Absolutheit in seinem Schaffen an, aber verlangt dies nicht von den Lesern und Leserinnen. Man kann jeden Band einzeln und unabhängig von den anderen lesen. Zweitens, sollten Sie ein geiziger Mensch sein und trotzdem gerne Bücher verschenken, so haben Sie dank der Unabhängigkeit der Bände die Möglichkeit, um nur 49,40 fünf Menschen glücklich zu machen und noch eine praktische und hübsche Aufbewahrungsbox, die sich wunderbar in jedes Wohnzimmer integriert. Drittens, Philipp Weiss war vor 10 Jahren, ich glaube 10 Jahre ist korrekt, beim Bachmann-Preis und hat dort eine Seite seines Manuskripts des Textes Blätterliebe verspeist. Ein Kunststück, das bei diesem Roman in seiner Gesamtheit rein quantitativ nicht möglich ist. Viertens, ich arbeite hauptberuflich in einer Bibliothek und es gab ausführliche Diskussionen, wo man das Buch hinstellen kann. Da jeder Band einen eigenen Verfasser hat und wir eigentlich die Bücher nach Verfassern ins Regal einordnen, schlussendlich ist es dann aber im Schuber im Regal unter Weiß gelandet. Fünftens, es geht in diesem Werk von Philipp Weiss unter anderem um das Verhältnis von Natur und Technik und um die Frage, wie kommt es zu der Welt, in der wir heute leben. Mich erinnert es ein bisschen an Per Anhalter durch die Galaxis, wo ein Roboter auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens, nach einem langen Rechenprozess als Antwort die Zahl 42 nennt. Auch Philipp Weiss sucht Antworten auf komplexe Fragen. Doch im Gegensatz zum Roboter antwortet er vielschichtig, qualitativ und voller Anregungen zum Weiterdenken. Und jetzt kommt sechstens. Philipp Weiss wird heute gar nicht aus einem Roman lesen, sondern aus einem Theaterstück, das wie eine Fortsetzung des Romans funktioniert und das Der letzte Mensch heißt. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Vergnügen. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Boris. Danke an Sprachsalz und danke vor allem Ihnen für Ihr Interesse. Ich habe den Fehler gemacht, einen Stückauftrag anzunehmen, bevor der Roman noch erschienen ist. An dem Roman habe ich ja 6 Jahre wirklich in größter Zurückgezogenheit gearbeitet und habe das wirklich enorm genossen, diese Ruhe, die mir erlaubt hat, sehr gründlich nachzudenken und und mir sehr viel Raum zu nehmen, also jetzt tatsächlich, was die Seiten betrifft, also auch was die Zeit betrifft, etwas zu entwickeln. Und ich habe aber so eine freundliche Besessenheit in mir und kann dann eigentlich kaum aufhören, weiterzuarbeiten. Und dann kam dieser Stückauftrag und ich habe zugesagt und habe dann während vor einem Jahr circa hat das begonnen, ist der Roman erschienen und seither bin ich eigentlich unterwegs und habe während dieser Lesungen und zahlreicher Medientermine in großer Unruhe ein Theaterstück geschrieben mit dem Titel Der letzte Mensch. Dieses Theaterstück schließt an den Roman an, also wie Boris schon gesagt hat, der Roman stellt in gewisser Weise die Frage, wie ist es überhaupt zu dieser technischen Membran gekommen, die sich da um unseren Planeten gelegt hat, wie ist es zu diesem Weltzustand der Technik gekommen und zu diesen Eskalationen unserer Gegenwart. Und in gewisser Weise setzt das Stück daran an, wenn auch nicht über Figuren oder Ähnliches, und es stellt die Frage nach der Zukunft. Es stellt die Frage, wie geht es von diesem Punkt aus weiter? Was müssen wir fürchten, was dürfen wir hoffen? Und es stellt die Frage, was wird ein Mensch erleben, der im Jahr 2019 geboren wird? Und ich werde Ihnen natürlich heute nicht das ganze Stück vorlesen, aber einen Teil davon. Ich möchte Ihnen eine Utopie vorstellen. Ein Utopist, das ist ja jemand, der mehr vorstellen kann, als er herstellen kann. Meine Analyse zur Gegenwart würde nahelegen, dass wir heute eigentlich invertierte Utopisten sind. Wir können eigentlich mehr herstellen, als wir vorstellen können. Wir können uns nämlich die Konsequenzen dessen, was wir tun,
gar nicht mehr vorstellen. Wir haben auch keine Sprache, das ist einer meiner Grundthesen. Wir haben keine Sprache mehr für unsere komplexe, technifizierte, globalisierte Welt. Wir haben auch keine Sprache mehr für das Kommende, für die Zukunft. Also wir haben diese Zukunft eigentlich einerseits den techno-religiösen Utopien eine Erlösung vom Fleisch, gleichsam des Silicon Valley, ja, also der Techno-Utopisten unserer Gegenwart überlassen. Oder, was wir heute auch erleben, ist eine Wiederkehr der Apokalypse. Die Apokalypse ist ja ein ganz alter Text aus dem Johannesevangelium. Heute kommt diese Idee vom Ende wieder ganz massiv wieder. Und meine Grundfrage war, können wir Zukunft auch anders denken? Und wie können wir wieder Zugriff auf das bekommen, was wir da Welt nennen? Ja, weil wir was wir vorstellen und das heißt, was wir erzählen können, können wir auch verantworten und verändern. Und ich habe deswegen 3 Szenarien entwickelt. Es gibt nämlich diese wunderbare Technik, ein Werkzeug in der Risikoforschung, in der Klimaforschung gibt es das auch. Nämlich das, was kommt, können wir natürlich nicht wissen. Ja, aber es gibt eine Szenariotechnik, so heißt das. Und die sagt, wir können nicht wissen, was kommt, aber wir können uns wahrscheinliche und auch unwahrscheinliche Varianten des Kommenden erzählen und können uns dann dazu verhalten. Wir können uns gleichsam wappnen. Das ist auch schon eine sehr alte Technik. Das kannten schon die Stoiker. Seneca nannte das Premeditatio Malorum. Ja, also in dem Moment, wo ich mir immer das Schlimmste vorstelle, bin ich dann gewappnet, wenn es eintritt. Und kann dem mit einer großen Seelenruhe begegnen. Im letzten Menschen entwickle ich 3 Szenarien. Ein Kollaps-Szenario, ein technologisches Transformationsszenario und ein utopisches Szenario. Das heißt, ich entwickle 3 Zukünfte, 3 Paralleluniversen des 21. Jahrhunderts und entlasse dann ein und dieselbe Figur mit immer denselben Voraussetzungen der Geburt in diese Paralleluniversen und schaue, wie sie sich in diesen Welten jeweils entwickelt. Und ich möchte heute eben den utopischen Teil lesen. Ich habe den... Das ist im Grunde, sind das Monologe, ja, also das Erzählen im Gegensatz zu unserem Leben, das sich quasi immer zur Zukunft hin öffnet. Das heißt, in jedem Moment wissen wir nicht, wie es sich weiterentwickelt. Das heißt, das Leben geht immer von der Gegenwart in die Zukunft. Das Erzählen ja meistens andersrum, von der Vergangenheit zurück. Deswegen habe ich quasi einen Umweg gemacht und diese wunderbare Form des Futur 2. Was wird einmal gewesen sein? Ich schaue in die Zukunft und blicke von der Zukunft dann zurück und habe dann 3 Monologe geschrieben und deswegen eignet sich das auch für so eine Lesung heute. Ich habe das dann auch in Prosa jetzt ein bisschen umgeschrieben und dem einen neuen Titel verpasst und der lautet: Der Traum kennt kein Zahlentier. Vorspiel. Es treibt etwas in der Tiefsee. Man könnte es für einen Kraken halten, doch Korallenpolypen wachsen da und dort in Kolonien auf der glibberigen Haut wie farbige, fleischliche Gärten. Das Menschliche erahnt man am Kopf, der ohne Schädelknochen weich ist und seine Form nicht hält. An manchem Tentakel, der an ein menschliches Bein oder an einen Arm erinnert. Und am doch, wenn auch verkümmert, vorhandenen Rumpf, mit 2 Brüsten, dem genetischen Echo des Säugetiers. Das Maschinenartige, das sich mit dem Organischen mischt, bleibt im Innern und Mikroskopischen verborgen. Die Chimäre, teils Oktopus, teils Koralle, teils Maschine, teils Mensch schwebt in der Dunkelheit, bewegt ihre azurblau luminisierenden Tentakel. Sie wirkt archaisch und schön. Das hohe Alter sieht man ihr kaum an. Vielleicht erahnt man die Narben zwischen den Blumentierauswüchsen auf der furchig schwammigen Haut. Da öffnen sich Mantel und Tentakel weit, offenbaren den 8-zackigen, mit Saugnäpfen über- und überbesetzten Stern des Unterleibs und schließen sich wieder in einem kräftigen Schwung, der das Wesen elegant nach oben treibt. Langsam lässt es sich wieder sinken, schwebt,
setzt auf dem Meeresboden auf. Nun nähert sich ein zweiter Symbiont. Er ist von der gleichen Art, männlich, etwas kleiner und bewachsen mit andersartigen, leuchtenden Korallen. Die Chimäre bleibt ruhig, die hellen Augen weit offen, beobachtet das Geschehen. Es beginnt ein kompliziertes Ritual, ein sich einander nähern, schmecken, mit Tentakeln und Händen betasten, zurückweichen und jagen, auf dem Grund und durch das dunkle Wasser, Tanzbewegungen, rituelle Lichtspiele, chemische Spektakel. Die Leuchtorgane strahlen in wechselnden Farben und Intensitäten. Auch die Haut des einen, des anderen wird einmal blass, dann wieder feuerrot. Sie mustert sich oder gleicht sich zur Tarnung der Umgebung an, ein kurzes Versteckspiel. Dann, durch einen kräftigen Wasserstrahl, stößt er sich vorwärts auf sie. Sie winden sich Saugnapf an Saugnapf, Mund an Mund, dass sie ihm ihre verletzliche, cremeweiße Unterseite offenbart. Sie ziehen, saugen aneinander, schmecken einander. Er umkreist sie, umschließt sie dann von hinten, hüllt sie vollkommen ein, tastet sich voran mit seinem mit fadenhaften Spermatophoren durchsetzten Liebestentakel hinein in ihre libidinöse Mantelhöhle. Ein anderer Arm reibt und erregt sich derweil an ihrer bezahnten Raspelzunge. Ein dritter Arm wieder berührt ihren Bauch und die menschlichen Brüste des Rumpfs. Die Liebenden leuchten auf, ekstatisch, verzückt. So ineinander verkeilt und verflochten treiben sie nun reglos durch die Tiefsee. Es ist der Moment, in dem die Korallenpolypen ihre Ableichorgie beginnen. Wie winzige weiße Flocken entlassen sie Spermien und Eizellen zu Abertausenden ins Wasser, die nun um das Chimärenpaar wirbeln und treiben wie Schnee. Ein spektakuläres Schauspiel. Ungesehen im Innern replizieren sich die digitalen Codes der Nanomaschinen. Rede vor dem Weltparlament im Jahr 2107. Der Saal ist randvoll. Das Unerhörte wird in alle Weltteile übertragen. Man starrt in Entsetzen oder Faszination auf die hybride Kreatur in der gläsernen Wassersäule im Plenarsaal des Weltparlaments. Auf ihren im Algengrün pulsierenden Körper, auf die Kiemen, die sich mit Wasser füllen, es wieder ausstoßen durch das Trichterorgan, auf die Tentakel, die sich kringeln und winden, auf den wabbelnden Menschenkopf und die Korallenhaut, deren Farbe erratisch wechselt. Die Stimme, die sich nun erhebt, klingt nicht menschlich. Es ist das nicht mehr Menschliche, das zu den Menschen spricht und sagt: Verehrtes Weltparlament, Schweigen. Zu hören ist nur das nervöse Blubbern des Wassers. Ich habe es durchaus verlernt, wie ein Mensch zu sprechen. Und ich würde es vorziehen, sie mit meinen Tentakeln zu betasten. Gelächter im Plenum. Ich bin aufgetaucht, weil ich sterbe. Raunen. Dass ich hier vor Ihnen stehe, dass ich hier vor Ihnen schwimme, ist ein Wunder. Das Wunder bin aber nicht ich, die Chimäre, das Wunder sind Sie, dieses Parlament. Als ich geboren wurde, das heißt das erste Mal geboren wurde als Mensch, Liv van der Meer im Jahr 2019, am Ende des parasitären Zeitalters wäre ein solches Parlament unvorstellbar gewesen. Und nicht etwa deshalb, weil es anstößig gewirkt hätte, in einem Plenarsaal ein Schwimmbecken aufzustellen und einer greisen Wassernixe das Wort zu erteilen, sondern deshalb, weil die damals von Fantasiearmut schlimm geplagten Menschen es wie artige Automaten nicht fertig brachten, die Welt nur irgendwie anders zu denken als so, wie sie nun einmal war, und sich also damit abfanden, sich heiter in den Abgrund zu stürzen. Sie waren nicht mehr in der Lage zu sehen, dass die gegebene Welt bloß ein Vorschlag war, und zwar ein schlechter, ein grottenschlechter, wie man unter Menschen sagt, die den Schutz, die Lebendigkeit und Schönheit der Grotten nicht zu schätzen wissen. Der Vorschlag nämlich, auf einer begrenzten Welt grenzenlos zu wachsen. Was war die Welt also, als ich zur Welt kam? Ein zukunftsloser Ort, ein traumloser Ort. Die Zukunft war eine Schuld, die einem den Schlaf raubt, weil man sie nicht begleichen kann. Ein Verbrechen, das war die Zukunft. Ich kam zur Welt und die Welt kam über mich mit all ihrem Gewicht.
Dass ich mich überhaupt an mein Menschsein erinnere, verdanke ich den kleinen Nanomaschinen, die zu Hunderttausenden als symbiotische Kolonien in meinem Innern leben. Und das heißt auch, sich reproduzieren. Sie tragen die ganze Last und die Freude und die komplexe Verwirrung des Gedächtnisses. Die Metamorphose, die ich durchlaufen habe, hat den Menschen, der ich war, nämlich nicht im eigentlichen Sinn verwandelt. Sie hat ihn vielmehr neu bestimmt, als Larve, als bloßes Vorstadium, als erste mögliche Verkörperung. Sie hat ihn durch Hormone der Schilddrüse angeregt, sich verpuppen lassen. Wie das ablief, fragen Sie sich? Indem der Körper, der einmal menschlich war, in dem klibberigen Kokon mitsamt seinen Organen resorbiert wurde, aufgesaugt wie Nahrung im Darm, zurückgebildet, umgebaut oder abgestoßen. Wie auch bei der Ontogenese des Schmetterlings handelt es sich um eine Selbstverdauung, also um die Erschaffung eines völlig neuen Wesens, in dem Menschliches, Tentakuläres, Maschinen- und Korallenhaftes verschmolzen. Lange davor aber habe ich eine Metamorphose erlebt, die viel größer und gewaltiger und unwahrscheinlicher und wichtiger war als die, die meinem Körper bevorstehen sollte, die Metamorphose der menschlichen Welt. Es ist heute an der Zeit, diese Metamorphose zu vollenden, durch die Agora der Arten. Schauen Sie nur. Ja, Sie in der ersten Reihe, gaffen Sie meinetwegen. Ich habe nichts zu verbergen, ich schwimme ganz nackt vor Ihnen. Menschen sind sonderbare Wesen. Sie richten nicht wie wir Oktopoden ihre intelligenten Bäuche in den Himmel, sondern ihre zu großen Köpfe und halten sich darum für überlegen. Dabei ist ihr in eine Schale gesperrtes Gehirn weit weniger komplex als das unsere, das sich in die Tentakel verzweigt und vernetzt. Die Menschen kennen die Schwerelosigkeit des Wassers nicht und auch nicht die Stille der Tiefsee. Sie brauchen darum behäbige Gerüste, die ihre Körper tragen und ihre aufgeblähten Gehirne vor der Schwere bewahren. Etwas in mir erinnert sich. Und es ist gleich die erste, eine traurige Erinnerung, nämlich jene an ein Tier, mit dem ich als menschliches Kind mein Haus teilte, ein melancholisches, durch und durch gutmütiges Wesen. Es verteilte die irdische Schwere auf 4 Beine, immerhin, und stand darum stabiler in der Welt als ich und stabiler auch als meine menschliche Mutter, die abends trank und durch die Wohnung wankte. Diese wunderbare Fähigkeit, nicht zu stürzen, schützte das Tier aber nicht vor der Hitze. Ich bin 4 Jahre alt. Es ist 2023, das Jahr des immerwährenden Sommers. Die Fenster abgedunkelt, feuchte Tücher um den Kopf, kalte Duschen, immer wieder kalte Duschen. Und der Hund, den ich über alles liebe, der Hund ohne Schweißdrüsen. Warum verdammt hat er keine Schweißdrüsen? Der Hund liegt tot in der Sonne auf dem glühenden Küchenboden. 3 Fliegen. Die Nahrung witternd über ihm kreisen. Mama, schläft er? Das ist meine erste Erinnerung. Schläft er? Als 4-jähriges Kind verstand ich den Tod nicht. Und ich hasste ihn. Ich verabscheute ihn. Er machte mir Angst. Ich sah ihn auch in den Augen meiner Mutter als etwas Lauerndes. Damals beschloss ich, zerbrechliches, untergewichtiges Mädchen, also Folgendes. Ich möchte, dass alles lebt. Ich möchte, dass nichts mehr sterben muss, dass nicht sterben muss. Ich möchte mich von nun an kümmern um die Welt. Ich habe mich oft gefragt, wie sich die Dinge entwickelt hätten, wenn es nur wenige Jahre später und somit vielleicht zu spät passiert wäre oder nur um gerade heftiger und somit zerstörerisch oder um gerade sanfter und somit ohne Konsequenzen. Dass dieses schillernde, fantastische Blasenspiel der Menschheit, diese Verschuldungsorgie, diese durch eine Geldschwemme aufgeblähte Weltmarktfantasie plötzlich kollabierte und die alte Ordnung mit sich riss. Was war der Keim? Wo nahm das Neue seinen Anfang? Vielleicht in der Fähigkeit, wieder zu träumen in einer traumlosen Welt. Denn es sprach sich herum, was alle insgeheim längst wussten, dass wir im Traum nicht rechnen können, dass der Traum das Zahlentier nicht kennt, dass in den tiefsten Schichten unseres Seins einem der Zutritt verwehrt bleibt, dem berechnenden Menschen. Wo kam plötzlich die Hoffnung her? Aus einer Idee, deren Zeit gekommen war, an verschiedenen Orten, in verschiedenen Erdteilen, ein synchroner, verzweigter, gemeinsamer Gedanke der Menschheit. Es war die Transformation des Vorstellbaren, dieses pointierte, kraftvolle, wandelbare Manifest ohne Autor, das ein Ende des parasitären Zeitalters vorschlug,
Eine neue Ordnung, ein neues Denken, das sich verbreitete um den Globus durch die sozialen Netzwerke, durch die Medien, die Städte, die Dörfer, durch die Trampelpfade des Hinterlands und die Fernrouten der Inselarchipele, übersetzt in alle Sprachen, aus allen Sprachen, wie Sporen, neue Keime, die wiederum austrieben und neue Sporen entließen, Hoffnung. Sie wissen es. Sie haben es gelesen in den Geschichtsbüchern, gehört von ihren Großeltern oder Urgroßeltern. Sie wissen, was dann kam. Aber sie haben es nicht gefühlt, was es bedeutete für die so zukunftsbedürftigen, traumhungrigen Zweibeiner in den Townships von Südafrika, in den verbliebenen Amazonaswäldern, in den Slums von Mumbai, in den arbeitslosen Zentren des vertrockneten Südeuropa. Sie haben den Schwindel unter der Sonne nicht gefühlt und nicht das nervöse Kribbeln auf der dünnen Haut in den Sommertagen 2030 während der Konferenz zur Gründung der Weltunion, als eine Handvoll kleiner Staaten sich zusammenschloss, um das Unmögliche zu versuchen, einen Gegenentwurf zur parasitären Ordnung, zur Zukunftsvergessenheit, zum Diktat des Ökonomischen, einen radikalen Bruch, um die Möglichkeit menschlicher Freiheit überhaupt zu bewahren oder wiederzugewinnen, mehr die Möglichkeit zukünftigen planetaren Lebens, ein Versprechen, und es wirkte. Wir können etwas verändern zusammen, und es geschieht, heute, jetzt. Ich wuchs auf in einer Welt, in der alle wieder zu Kindern wurden. Es ging darum, das Leben neu zu lernen. Wir mussten lernen, anders zu denken, anders zu bauen, anders anzubauen, anders zu wohnen, anders zu reisen, anders zu essen, anders herzustellen, das Bestehende anders zu verteilen und anders Sorge zu tragen. Wir mussten lernen, uns zu verwandeln. Plötzlich taumelt die Chimäre. Sie sinkt in einem Anfall von Schwäche, bleibt für Momente reglos liegen am Grund der Wassersäule. Aufruhr im Plenarsaal. Sie beschwichtigt. Es ist nichts. Ich bin alt, das ist alles. Langsam treibt sie wieder nach oben, spreizt kurz ihre Tentakel. Womöglich haben sie schon darauf gewartet, gehofft zumindest, dass ich über ihn erzähle, aber ich werde nicht über ihn erzählen, denn ich befürchte, ich würde damit bloß den zweifelhaften Drang der Zweibeinigen bestärken, manche unter ihresgleichen wie Götzen zu verehren. Poma Amaru wollte niemals eine Ikone sein. Er hätte sich krumm gelacht über die Marmor- und Bronzestatuen, die man ihm in Bolivien und andernorts aufgestellt hat. Er hätte vorgeschlagen, sie zu Vogelnistplätzen umzugestalten, mit nährenden Moosen zu bevölkern oder zu nützlicherem zu recyceln, etwa zu Toilettschüsseln für das Weltparlament. Mir kam zu Ohren, es sei damit rar bestückt. Ich war eine Biologiestudentin, als ich nach La Paz ging, an das führende Institut für Symbiotik. Ja, Poma und ich hatten eine erotische Beziehung und ja, viele fanden das ungehörig, da er mein Professor war. Aber ich frage Sie, was ist ungehörig daran, wenn zwei Körper, zwei Wesen sich berühren und verwachsen, wenn sie sich miteinander und durch den anderen verwandeln? Er, ein Geschöpf des Hochgebirges aus der Kalawaya-Region der Anden, nah an der Sonne, ich schon damals in meinen Träumen ein Wesen der lichtlosen Tiefsee. In der Zeit, als ich in La Paz studierte, als man händeringend nach Anleitungen suchte, wie die Menschheit der drohenden Auslöschung entgehen und auf der Erde überdauern könnte, entdeckten wir diese eine nahezu unerschöpfliche Quelle, das Geflecht der Mikroben, Pilze, Pflanzen und Tiere. Die Natur sucht seit Äonen nach effektiven Lösungen. Sie hat gelernt, was funktioniert. Und nach 3,8 Milliarden Jahren der Forschung und Entwicklung sind die Fehlschläge Fossilien und was uns umgibt, ist das Geheimnis des Überlebens. Unsere planetaren Gefährten weit länger auf der Erde als zweibeinige Affen sind vollendete Architekten, vollendete Ingenieure und Techniker. Die besten Lösungen sind nicht menschlich, sondern längst erfunden. Wir mussten nur nach ihnen greifen. Sicher. Es gibt auch in der Natur Opportunisten, davon könnte ich Ihnen einiges erzählen, etwa die den Menschen verwandten Dornenkronen, Seesterne, mit denen ich noch eine Rechnung offen habe, diese mit Giftstacheln besetzten Heuschreckenschwärme der Meere, die sich in Massen vermehren, Korallenstöcke hinterrücks überfallen und leersaugen und eine Spur der Verwüstung im Riff hinterlassen. Der Mensch aber ist die einzige Spezies, die es in ihrer Überlegenheit fertigbringt, etwas herzustellen, das niemand will. Wovon ich spreche? Müll, Müll, die Natur kennt ihn nicht.
Der Abfall des einen ist die Nahrung des anderen und jeder endet gut verdaut im Innern des Nächsten. Alles geht im Kreis, immer wieder und wieder und wieder. Andernfalls würden wir ersticken im Urin, den Fäkalien und den Kadavern. Die Bakterien, diese Urzellen des Lebens, hatten das Problem bereits gelöst vor Milliarden Jahren. Sie hatten es gelöst, der Mensch nicht. Man hielt meine Heimat, die Tiefsee, diese Zone der lichtlosen Dunkelheit und Kälte für lebensfeindliches Ödland. Die Wahrheit ist, die Tiefsee ist der größte verbundene Lebensraum der Erde. Es wimmelt dort nur so von Leben. Aber wovon erhält es sich in einer Region, in die seit Milliarden Jahren kein Sonnenstrahl gedrungen ist? Ich möchte es Ihnen sagen. Es zehrt von den Abfällen, die aus höheren, helleren Schichten nach unten sinken, vom steten Partikelstrom der Ozeane, von abgestorbenem Plankton, Kalkschalen und Ausscheidungen. Es ist der flimmernde Meeresschnee, der neben Walskeletten, Methan und Schwefel die rätselhaften Kreaturen der Tiefsee mit Nahrung versorgt. Kurz, das Leben kooperiert. Es teilt. Aus seinen Abfällen entstehen nicht Todeszonen, sondern Lebensräume. Denn die Natur kennt kein Eigentum. Niemand besitzt den Ort, an dem er wächst, oder die Luft, die er atmet, das Wasser, die Sonne, selbst das Leben gehört einem nicht. Man ist vielmehr Teil davon. Man hat dessen Elemente gleichsam geliehen, um teilzuhaben, und gibt sie permanent, indem man atmet, indem man ausscheidet, indem man stirbt, wieder zurück, sodass weiteres Leben daraus wachsen kann und immer sofort. Würde hingegen ein raffgieriger Manta-Rochen sich ein Beispiel an einem Zweibeiner nehmen und so viel Nahrung beanspruchen wie alle Bewohner der Weltmeere zusammen, sodass sich die nötige Menge an Ressourcen also verdoppelte? Die Ozeane würden brausen, schaukeln und blubbern vor Fischgelächter, vor Korallengelächter und Krabbengelächter. Man würde den armen Rochen wohl vollstopfen, bis er platzte. Kredit würde der Teufelsrochen auch keinen bekommen. Die Natur kennt kein Leben auf Pump. Sie kann sich nicht an der Zukunft bereichern. Sie kann nichts anschreiben lassen, wo denn auch. Aber wie schafft sie dann Mehrwert? Wie schafft sie es, sich ständig zu transformieren, zu entwerfen, zu bauen, zu wuchern, zu blühen und kreative Lösungen zu finden, indem sie nicht faule Anleihen an der Zukunft nimmt, sondern fruchtbare an der Vergangenheit? Sie schafft Reserven, Erspartes, sie schafft Wert, indem sie behütet und nährt, indem sie ein Umfeld schafft, das sie erhält und zukünftiges Leben ermöglicht. Es ist die Sorge, die den Nährboden schafft, das Kapital, den Überschuss, mit dem sie wächst. Denn eines kennt die Natur, sie kennt es nur zu gut, das Wachstum. Denn was ist Leben? Ein Prozess, der sich selbst erzeugt. Mit dem unstillbaren Drang zu wachsen, sich einzuverleiben, zu bewegen, zu verwandeln, auszuscheiden und zu wachsen, und zu wachsen, und zu wachsen, und zu wachsen. Das ist Leben, eine Art, sich zu verhalten, um was zu tun, um mehr zu machen. Warum? Um mehr zu machen. Aber Moment, klingt das nicht nach der alten Krankheit des Menschen? Ist das nicht das, was den Planeten beinahe in den Abgrund getrieben hat? Aber nein. Es ist wie das Wachstum des Kindes, an dem sich die Familie freut. Es ist gutes Wachstum, weil es irgendwann endet, weil das Kind nicht immer weiter und weiter und weiter wächst und irgendwann Flugzeuge vom Himmel pickt und seine mickrigen Vorfahren verächtlich zertrampelt. Das Wachstum der Natur ist nicht linear, es ist zyklisch. Es ist eine ständige, dynamische Selbsterneuerung. Die Natur wächst, sie blüht üppig, sie produziert in Fülle und transformiert sich, weil sie eben auch ständig wieder vergeht, schrumpft, sich zersetzt. Ihr Wachstum verläuft in Kreisen und achtet eines, die Grenze. Sie betrachtet diese nicht wie der Mensch als eine bloß zu überkommende, lästige Hürde, um ewig weiter zu expandieren, vielmehr als einen wunderbaren Mechanismus der Konzentration, um zu fokussieren, eine Möglichkeit der Poesie, dass sie auf so wenig Raum mit einem Dreizeiler nur das sagt, was sie meint. Dabei ist sie nicht einmal sparsam. Im Gegenteil, sie prasst, sie verschwendet. Sie wirft mit Blüten und süßen Früchten und Schönheit nur so um sich, als gäbe es keinen Morgen. Wie kann sie nur? Weil sie, je mehr sie scheinbar verschwendet, desto mehr auch nährt, teilt und verschenkt. Das ist Magie. Wieder taumelt die Chimäre. Ihre luminisierenden Tentakel flackern wie defekte Neonröhren und erlöschen. Die Jahre in La Paz waren die glücklichsten meines Menschenlebens. Wir arbeiteten an den Grundsätzen der großen Metamorphose, an einem komplett an der Natur ausgerichteten Wirtschafts- und Produktionssystem, Fabriken, die Abwässer mit Trinkwasserqualität freisetzen, Produkte, die kein Abfall werden, sondern Nahrung für Pflanzen und Tiere. Wir entwickelten Technologien und Materialien, die inspiriert waren von Mitochondrien, von Mikroorganismen, von Spinnenfäden, Flechten und Mammutbäumen. Wir lernten vom Matsutake-Pilz, der selbst in den verstrahlten Landschaften von Hiroshima gewachsen war.
Wir lernten von den Korallenriffen, diesen symbiotisch lebenden größten Baumeistern der Meere. Wir lernten von den Pilznetzwerken. Wir lernten vor allem aber eines, dass die Erde ein symbiotischer Planet ist, ein großer Zusammenhang. Und würde man aus dem Weltraum darauf blicken, würde man beim besten Willen keine Individuen darauf erkennen können, sondern nur ein großes, sich ständig umwälzendes und erneuerndes Flechtwerk, das von der Energie der Sonne lebt und Wärme abgibt ins All. Es folgt ein langes Schweigen. Poma und ich heirateten auf die Kalawaya-Art in seinem Heimatdorf in den Anden zwischen Alpakas und Lamas und mit Blick auf den Gipfel des heiligen Berges Akamani. Die Chimäre erscheint mit einem Mal sehr schwach, die Korallenhaut grau vor Traurigkeit, die Stimme wird dünn und bricht. Während des Attentats war ich zu Hause. Eigentlich hatte ich ihn begleiten wollen, ich war lange nicht in New York gewesen, aber Poma sagte, du musst nun aufpassen auf dich. Die Welt hielt ja fest, sie hielt mit aller Kraft fest an der Zerstörung. An diesem Tag, am 27. März 2043, starben die vier ungewöhnlichsten und wunderbarsten Menschen, die ich kannte. Einen Monat nach Pomas Tod hatte ich eine Fehlgeburt. Ich war zerstört. Ich lag monatelang im Bett und wollte selbst sterben. Meine Mutter kam, um mich zu pflegen. Sie musste mich füttern wie ein Baby. Im Jahr darauf besuchte ich Amarete, Pomas Heimatdorf in den Anden, und vollführte die graue Heilung, ein Reinigungsritual zur Lösung der Trauer. Es wirkte nicht. Ich beschloss, meinem alten Impuls zu folgen und ins Meer zu gehen. Es machte mir Angst, ich fürchtete die Dunkelheit. Ich begann zu tauchen, jeden Tag. Ich kümmerte mich um ein Korallenriff, das fast zur Gänze abgestorben war. Ich setzte mir in den Kopf, es retten zu müssen. Ich war verbissen, jeder neue tote Korallenstück ein Schlag ins Genick. Ich tauchte tiefer. Ich tauchte immer alleine, ich suchte insgeheim den Tod. Ich tauchte noch tiefer. Ich besorgte mir eine Spezialausrüstung, erreichte damit Tiefen von 100, 150, 200 Metern und musste danach in Überdruckkammern, um mich wieder an den atmosphärischen Luftdruck zu gewöhnen. Ich entfremdete mich dem Land. Dann geschah etwas Sonderbares. Ich tauchte vor der Küste Perus in gut 200 Metern Tiefe an der Schelfkante. Weiter draußen nach dem Kontinentalhang geht es 5000 Meter hinab. Dort kann kein Mensch überleben. Der Druck ist so enorm, es würde einen zerschmettern. Ich tauchte also und war entsetzt über die Verwüstung, die ich sah. Ein Grundschleppnetz hatte mit seinem schweren Eisengeschirr den Meeresboden umgepflügt und alles zermalmt oder mitgerissen, das dort vorher gelebt hatte, nur eine Schneise der Zerstörung hinterlassen. Es war an deren Rand, im abschüssigen Bereich hinter der Schelfkante, dass ich den Kraken entdeckte. Er hatte sich offenbar in einem Netz verfangen und war schwer verletzt. Die Seile schnitten ihm ins Fleisch, mehrere Tentakel waren abgerissen oder hingen nur noch lose an dünnen, schmierigen Fäden. Meine Präsenz verschreckte ihn. Er wand sich, versuchte sich zu befreien. Ich befürchtete, er würde sich töten dabei, und ich hätte es nicht verkraftet. Wie konnte ich sein Vertrauen gewinnen? Ich tauchte tiefer und fühlte die ersten Symptome eines Heliumtremors, ein unkontrolliertes Zittern von Armen und Beinen, eine Nebenwirkung des Atemgases, das ich brauchte, um in solchen Tiefen zu tauchen. Im schlimmsten Fall würde es zu tödlichen Krämpfen kommen. Ich atmete ruhig und bemerkte, wie der Krake mich anblickte. Er schaute mir in die Augen, ich bin ganz sicher. Er sah meine Angst und meine Verletzlichkeit. Wenn er wollte, er hätte mich in diesem Augenblick mit seinen Tentakeln leicht fassen und zerdrücken können. Aber wir vertrauten einander. Ich fühlte mich in diesem Moment tief verbunden mit dieser unbekannten Kreatur. Mit etwas Geduld löste ich sie schließlich aus dem verfluchten Netz. Ich könnte schwören, ihr Blick drückte Dankbarkeit aus. Eine sanfte Berührung mit einem Greifarm, vorsichtig, fast zärtlich, und der Krake schwamm davon. Es war, als hätten wir in diesem Moment auf eine Weise einander befreit. Ich fasste nach diesem Erlebnis wieder Mut. Ich fand wieder Kraft und ich hatte ein neues Ziel vor Augen. Mit einem Mal war mir völlig klar, was ich zu tun hatte, was meine Aufgabe war auf diesem verwundeten Planeten. Es war Pomas Traum.
Und es ist der Grund, warum ich heute hier vor Ihnen schwimme. Es ist diese eine Idee, die mich antreibt und seit über einem halben Jahrhundert am Leben hält. Es ist diese Idee, die die große Metamorphose vollenden kann und muss. Wenn wir in der Gunst Pachamamas, das ist Quechua und bedeutet das Ganze, die Erde, wenn wir also in der Gunst Pachamamas verbleiben wollten, so Poma, dann müssten wir so von uns denken. Als eine Stimme in einem Parlament von 100 Millionen, als eine Art unter Arten. Er war überzeugt, dass es nicht nur ein Weltparlament der Menschen bräuchte, es war damals, wie Sie wissen, noch Utopie, sondern vielmehr eine Agora der Arten, dass die Menschheit also Symbionten schaffen müsste, hybride Wesen, Chimären aus Mensch und Fuchs, Mensch und Zitronenfalter, Mensch und Narzisse, Mensch und Auster, und dass diese Chimären Botschafter würden, Vertraute der Erde und schließlich Repräsentanten, Stimmen in der Agora der Arten, einer großen Versammlung, einem symbiotischen Erdparlament, in dem der Mensch als Mensch genau eine Stimme hätte, mehr nicht. Das war also meine Aufgabe. Die künstliche Symbiogenese, die Verschmelzung der Spezies. Wir scheinen sehr verschieden, mag sein, der Röhrenwurm, der Oktopode und der Affe, aber wir sind es nicht. Wir sind alle eng und intim verwandt. Wir teilen den Großteil unserer Gene nicht nur mit Waschbären und Antilopen, sondern mit Seesternen und Föhren und Chrysanthemen und unseren gemeinsamen Vorfahren, den Bakterien. Wir tragen dasselbe Gedächtnis in uns, dieselbe Geschichte, und wir teilen diese grundlegende Erfahrung, in diesem Sonnensystem, auf diesem Planeten zu leben und zu sterben. Wir sind Erdlinge. Ich verpuppte mich bereits im Wasser und ich fühlte eine Gluthitze in mir, als ob ich inwendig verbrennen würde. Es war wie zu transpirieren, mich über die Poren selbst auszuscheiden. Ich glaube, dass sich Kiemen bildeten. Es war ein weißliches, galertiges Sekret, das ich absonderte, das sich nach und nach um meinen Körper legte, mich einhüllte und mir dabei ein sonderbares Gefühl der Geborgenheit verschaffte. Und ich erinnere mich, dass ich dachte, jetzt sterbe ich. Jetzt stirbst du, Liv van der Meer. Jetzt stirbst du wie dein Hund vor 57 Jahren. Jetzt stirbst du wie Poma. Und ich musste lachen, ich weiß nicht wie, aber irgendwie lachte ich in diesem qualligen Kokon der Wasser über diesen kindischen, menschlichen Traum, ewig zu leben. Es hieße, ewig nur zu nehmen, nie zurückzugeben, nie Raum zu schaffen für andere, für Neues. Es hieße, das Leben, das immer Verwandlung ist, selbst anzuhalten und zu erstarren. Es hieße also eigentlich, tot zu sein. Das waren meine Gedanken, bevor mir das Bewusstsein schwand. Die Chimäre sinkt erschöpft zusammen, ein kurzes, gurgelndes Lachen. Ich erwachte, als die Kreatur, die hier vor Ihnen schwimmt, ein knochenloses Tier mit 3 Herzen und 8 Armen, mit Nanomaschinen im vom kupferblauen Blut, mit farbigen Blumentierauswüchsen auf der Haut, ein Lebensraum. Es lässt sich kaum beschreiben, was ich fühlte, als ich dann sank, das erste Mal hinuntersank in die Tiefe, nackt, ohne Anzüge, ohne Geräte, ganz entblößt, frei, zuerst noch in hellem Sonnenlicht, ich sinke, mit dem Meeresschnee, in die Dämmerzone, die Brechung des Lichts, ein paar Fische kommen und saugen an mir, ein paar neugierige Begleiter, sie schwimmen mir nach und lassen dann ab. Und es wird dunkler und dunkler und dunkler und es wird kälter. Und dann irgendwann bin ich in der Finsternis und ich sinke weiter und ich sinke weiter. Es ist völlig still. Das Leben in der Tiefe folgt nicht mehr der Hektik von Tag und Nacht. Und die Welt dort oben, die Städte, die Menschen, der Lärm, der Himmel, es erscheint unendlich weit weg. Und so begann ich meine kleine, sture Mission, auf den Trümmern, auf den Deponien, auf dem Brachland des parasitären Zeitalters die Zerstörung umzukehren, das Überleben und das gute Leben neu zu lernen. Ich habe meinen Ort gefunden und hier schwimme ich vor Ihnen heute. Sie sehen, dass ich sterbe. Im Leben eines weiblichen Oktopoden ist der Tod die Vervollkommnung. Er ist das Ende des Lebenszyklus und zugleich dessen Höhepunkt, denn er wird eingeleitet durch einen Liebesakt. Die Oktopusfrau, sie paart sich nur ein einziges Mal in ihrem ganzen Leben und glauben Sie mir, sie weiß es auszukosten. Ihre verbleibenden Tage verbringt sie mit der Sorge um das Kommende, mit dem Legen der Eier, mit der Pflege und dem Schutz der Brut, ein letztes sich hingeben und sich verausgaben für das Leben.
Man hat, was die mir verwandten Kraken betrifft, von einer evolutionären Falle gesprochen. Wie kommt es, dass diese Wesen, deren Gehirne offenkundig komplexer sind als die des Menschen, niemals eine Kultur erfanden, nie eine Zivilisation am Meeresgrund errichteten? Die Antwort lautet, weil sie nicht sozial sind. Weil die Eltern bei der Geburt der Kinder sterben, weil sie nie voneinander lernen, weil das Wissen einer Generation für die nächste verloren ist und sie immer wieder und wieder und wieder von Neuem beginnen müssen. Gehen Sie, verehrte Zweibeiner, nicht in dieselbe Falle. Nachspiel. In einer kleinen Höhle, an einer zerklüfteten Wand eines Seebergs irgendwo im Pazifik, liegt der Körper der Chimäre, in sich verschlungen, getarnt in den Farben des Steins und pulsiert. Die Kiemen füllen sich mit Wasser, stoßen es durch das Trichterorgan wieder aus. Die Tentakel kringeln und winden sich. Sie legt ihre Eier, winzige, weiße, lebentragende Hüllen, die sie mit größter Vorsicht, mit den kleinsten Saugnäpfen nahe am Mund, zu Bündeln schnürt und an der Decke der Höhle befestigt, wo sie zu Tausenden bereits herabhängen wie Trauben. Sie besprüht die Brut mit sauerstoffreichem Wasser, sie massiert sie sanft mit ihren Tentakeln. Ist das das Glück? Ist das also das Glück? Seht euch nur an, ihr Winzlinge, rotzfrech und schön in euren Traubennestern, schwirrende Faune, kleine kybernetische Undinen. Ihr werdet die Welt auf den Kopf stellen, bestimmt. Da schlüpfen die winzigen Kreaturen eine nach der anderen. Die Chimäre stirbt. Dankeschön.